Inshallah durchnehmen wollen. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad afdalus salati wa taslim. Der heutige Name, den wir inshallah durchnehmen wollen, ist Ismullah, Allahs Name, und Allah sind die schönsten Namen. Und für Allah sind die schönsten Namen, so bittet Allah mit diesen Namen. Und in diesem Sinne lernen wir heute den Namen, oder sprechen ein wenig, was heißt lernen? Allahs Name, Al-Wakil, der Vertrauenswürdige. Oder auch Al-Wakil, der Sachwalter. Oder auch Al-Wakil, der dem in allen Angelegenheiten vertraut wird. Dem anvertraut wird. Um etwas anzuvertrauen, muss man ja etwas übergeben, ne? Nur Vertrauen ist sehr ist offen, was man ihm jetzt vertraut. Etwas anvertrauen ist schon ein bisschen spezifischer. Man gibt ihm etwas, man übergibt ihm etwas. Man vertraut ihm etwas an. Ich habe auch eine Übersetzung gefunden, Helfer und Bewacher. Allahu alam. Ja, weil das steckt in der Bedeutung von Al-Wakil mit drin. Das könnt ihr vielleicht in Klammern, wenn ihr möchtet. Ja, Wakil, das Wort Wakala bedeutet, die Wortwurzel Wakala bedeutet, jemanden bevollmächtigen, jemandem etwas übertragen, an eine Vollmacht. Eine Vollmacht, jemanden übertragen oder eine Teilmacht, kommt drauf an. Und Tawakkala bedeutet dann Vertrauen, aber auch übernehmen. Tawakkala. Jemanden vertrauen. Ja, und deswegen bevollmächtigt man ja jemanden, weil man ihm vertraut. Was interessant ist, der sechste, im deutschen Grammatikbuch haben wir immer gelernt, sechste Stamm, die Araber kennen das aber nicht so, wie dem auch sei, dass aus derselben Wortwurzel ein Verb, tawakala, tawakala, bedeutet interessanterweise gleichgültig sein, sorglos sein. Also quasi dasselbe Wort ins Negative gezogen. Vertrauen ist was Gutes, aber gleichgültig sein, das ist dann nicht mehr gut. Das ist also dieser schmale Grat, das im Wort selber drinsteckt, wo man diesen schmalen Grat ganz schnell übertreten kann, von Vertrauenswürdigkeit zur Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit übertreten kann. Tawakala ist also negativ belegt. Gleichgültig und sorglos sein, dass einem eh alles egal ist, das ist negativ belegt. Also der Wakil im normalen Sprachgebrauch ist auch der Vertreter, der Agent, der Bevollmächtigte und der Staatsanwalt. Wenn ein Mensch also Wakil ist, dann ist es der Staatsanwalt, dein Vertreter, den du bevollmächtigt hast, etwas für dich zu tun. Ja, das so zur Worterklärung. Der Name Allahs Al-Wakil wird, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, jeder Name soll in uns bestimmte, ja, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Gemütszustände auch erwecken. Und der Name Allahs Al-Wakil ist ein sehr schöner Name, ein sehr beruhigender Name und ein sehr Zufriedenheit und Beruhigung verleihender Name. Das heißt, wenn wir diesen Namen wirklich verstehen, dann sollten wir aus diesem Verständnis heraus, wie werden, was sollte stärker an uns werden? Die Ruhe, Zufriedenheit und Zuversicht. Das schöpfen wir aus dem Namen Allahs Al-Wakil. Das heißt, diese Unruhe, diese Zwiespalt, diese Stiche im Herzen, das, was wird wohl passieren, diese Ängste, diese Furcht vor der Zukunft, all das wird durch diesen Namen abgeschwächt oder sogar ganz hinweggenommen. Ja. Und jeder, der Allah mit diesem Namen anbetet, ihm wird Allah die Ruhe in der Seele, also die Seelenruhe, wirklich in, ja, wie man manchmal sagt, boah, der ist ja seelenruhig, also wirkliche Ruhe des Gemüts, wirkliche Ruhe des Herzens wird Allah ihm schenken. Die Bedeutung des Namens Allahs Al-Wakil. Erstmal, jeder von uns braucht diesen Namen. Jeder von uns braucht diesen Namen. Die Väter und die Mütter, die jungen Menschen, die schon alten Menschen, die nicht mehr wissen, ja, ich habe keine Kraft mehr, ich kann für mich selber nicht mehr sorgen, wer wird für mich sorgen? Die jungen Menschen, die noch ihr Leben vor sich haben, was werde ich wohl für einen Job bekommen, wie werde ich mich versorgen, wird aus mir so ein Mensch oder so ein Mensch, wen werde ich heiraten, wird meine Ehe glücklich sein, all diese Sorgen. Dann genauso die Väter und Mütter,
die, und wir alle wissen, wie sehr Väter und Mütter sich in jeden Zeiten, aber gerade heute auch, sehr viel Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder. Werden das rechtschaffene Kinder sein? Werden sie gesund sein? Werden sie beschützt sein von dem Übel, das wir überall sehen können? Werde ich es schaffen, ihnen das mitzugeben an Glauben, an Frömmigkeit, was ich ihnen gerne mitgeben möchte? All diese Sorgen. Jeder einzelne von uns braucht den Namen Allahs Al-Wakil, weil wir von Sorgen überladen sind und wir brauchen jemanden, dem wir unsere Sorgen anvertrauen und übergeben können. Von dem wir wissen, dass ich bin zwar schwach, aber er kann alles für mich rechtens machen. Er kann es alles für mich richten. Jemand, dem ich vertrauen kann. Jemand, von dem ich weiß, dass er mich nicht verschwenden wird. Jemand, von dem ich weiß, dass er mich niemals im Stich lassen wird. Jemand, von dem ich weiß, dass auch wenn ich ganz alleine dastehe, Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem für mich da sein wird. Also jeder, der da irgendeine Furcht hat über die eigenen Kinder, über die Arbeit, über die Zukunft, was wird aus mir, wo werde ich landen, werde ich das schaffen, was ich machen möchte, ich habe so große Pläne, werde ich die umsetzen können. Jeder, der da irgendeine, ehrlich gesagt, jeder, der eine Zukunft hat, der braucht auch den Namen Allahs Al-Wakil. Und jeder von uns hat noch eine Zukunft. Und sei sie nur, Allah möge uns alles ein gesegnetes Leben geben, aber egal wie lang diese Zukunft ist, jeder von uns hat eine Zukunft vor sich. Jeder, der um seine Versorgung fürchtet, jeder, der um sein Wohl fürchtet, jeder, der von Problemen überwältigt ist, braucht den Namen Allahs Al-Wakil. Ja, und somit ist er eigentlich für die ganze Umma und die Gemeinschaft des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dieser Name Allahs Al-Wakil ist für den Prophet, für die ganze Umma des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, in jeder Zeit, aber vielleicht haben immer die Menschen schon so gesprochen, dass wir auch heute sagen, gerade in dieser Zeit, wo wir spüren, wie die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam von allen Seiten umzingelt wird. Dieser Name Allahs Al-Wakil ist aber auch für jeden, dieser Name Allahs Al-Wakil ist aber auch für jeden, der dem Islam in irgendeiner Art und Weise nutzen möchte. Der dem Islam, der seinen Beitrag auch leisten möchte, der auch helfen möchte, der auch seine Belohnung, sein Ende bei Allah gesegnet haben möchte, belohnt werden möchte von Allah, aber er weiß nicht wie. Aber er weiß nicht wie. Aber seine Nia ist da, seine Absicht ist da, aber ihm sind die Hände gebunden und er kann nicht so viel wie er tun. Oder er hat viel vor, aber er weiß nicht, ob er das alles schaffen wird. Auch für diesen ist Allahs Name Al-Wakil. Also für den, der besorgt ist. Und für den, der auch viel vorhat, oder für den, der irgendetwas vorhat, für all diese ist Allahs Name Al-Wakil. Zur Bedeutung Allahs, dieses Namens Allahs Al-Wakil, zur Bedeutung, dass du alles tust, das ist wichtig, die Bedeutung des Namens Allahs Al-Wakil, der Vertrauenswürdige, dem alles anvertraut wird, der Sachwalter, der Menschen. Für die Menschen sagen wir der Bevollmächtigte, der Anwalt, der Staatsanwalt. Der Name Allahs Al-Wakil bedeutet, dass du tust alles, was in deiner Macht steht. Dass du, Mensch, alles tust, wozu du in der Lage bist. Al-Wakil bedeutet, dass du alles tust, wozu du in der Lage bist, wozu du die Macht hast und dass du dann zu Allah sagst, jetzt übergebe ich die Angelegenheit dir. Dass du alles tust, wozu du in der Lage bist. Und dass dort der hier steht, dass du alles tust, was du, dass dort der heißt, können, Vermögen. Istita'a bedeutet, wozu man die Macht, die Kraft hat, etwas zu tun. Ich kann das tun. Ich habe die Möglichkeit dazu. Ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Also alles tun, wozu man selber die Möglichkeit hat. Und dann zu sagen, ich übergebe die Angelegenheit dir, mein Herr. Und die Bedingung nochmal, und das wird heute sehr oft wiederholt werden, ihr werdet schon sehen, also am Ende werdet ihr sagen, wieso wird das so oft wiederholt? Das wird so oft wiederholt, weil genau da der Haken ist, genau da der Punkt ist, wo viele ein Missverständnis haben und genau da der Punkt ist, wo man von echtem Gottvertrauen leider in die Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit rüberrutschen kann. Nämlich welcher Punkt? Dass du alles tust, wozu du in der Lage bist. Dass du alles tust, wozu du fähig bist, wozu du die Möglichkeit hast und dann sagst und dann denkst und dann fühlst, jetzt übergebe ich die Sache Allah. Jetzt vertraue ich die Sache Allah an.
Aber vorher, dass du alles tust, wozu du in der Lage bist. Tawakkaltu alayka, ya Rabb, ich vertraue dir, mein Herr. Und die Frage ist, ob wir Allah im wahren Sinne der Wortbedeutung und im wirklichen Erfüllung dieses Namens Allahs, Al-Wakil, vertrauen wir Allah wirklich? Weil wir sagen das ja alle. Schwester, du musst auf Allah vertrauen. Ja, oder nee, ich habe echt auf Allah vertraut, Allah hat mir geholfen. Das ist so unser normaler Sprachgebrauch, dass wir alle irgendwo sagen, zueinander, über uns selber, ich vertraue auf Allah, Schwester, vertraue auf Allah, wir müssen auf Allah vertrauen, Allah wird schon helfen. Aber haben wir die Bedeutung dieses Glaubens, haben wir die wirklich tief in uns verinnerlicht und haben wir sie wirklich im wahren Sinne umgesetzt? Und was ist der wahre Sinn? So wie Allah möchte, dass wir es umsetzen. Nicht wie wir uns selber das zusammen gedacht haben. So wie Allah möchte, dass wir auf ihn vertrauen. Auf diese Art und Weise haben wir Allah wirklich so vertraut. Jetzt zum Beispiel, da gibt es bestimmte Prüfmethoden. Wie kann ich mich prüfen, ob ich wirklich Allah vertraue? Das kommt gleich noch im Längeren. Aber ganz kurz nur, wie sind wir denn eigentlich, wenn ein Riesenproblem auf uns reinbricht? Oder irgendeine Sache, die wir überhaupt nicht erwartet haben, uns auf einmal gegenübersteht? Wie benehmen wir uns dann? Wie fühlen wir uns? Dann, wie reagieren wir dann? Und vor allem, wenn uns die Mittel ausgehen, wenn wir keine Mittel mehr haben, wenn wir keine Kraft, keine Macht mehr haben, irgendetwas zu tun, sagen wir dann, Allah, ich habe dir die Sache übergeben, ich vertraue auf dich, mein Herr, oder gehen wir dann zu jemandem, der uns helfen kann? Was auch nicht, das kommt gleich auch noch, das wird nicht ausgeschlossen. Nochmal zur Bedeutung des Namens Allah, Ismullah al-Wakil. Ich habe schon mal eben gesagt, dass im normalen Sprachgebrauch, im normalen Arabisch, das Wakil auch der Staatsanwalt oder der Bevollmächtigte bedeutet. Das heißt zum Beispiel, wenn du in der arabischen Welt mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, ja, zur Anwaltskanzlei oder zum Notar gehst. Zum Notar, ja? Und du möchtest zum Beispiel, weil du krank bist oder du bist nicht in der Lage oder du hast so viel zu tun, und du möchtest die Vollmacht über deine Angelegenheiten, die Bevollmächtigung, möchtest du jemanden übertragen? Und du gehst zum Anwalt oder zum Notar. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch andere Mittel, Allah Alim. In der arabischen Welt gibt es ja richtige, regelrechte Büros, wo du dann zum Bevollmächtigten gehst und dann wird gefragt: Möchten Sie eine Vollmacht über all Ihre Angelegenheiten? Das heißt, Ihr Anwalt wird dazu in der Lage sein, in Ihrem Namen Sie vertreten über Ihre Besitztümer, über Ihre Arbeit, über ihre Bediensteten, über all das, was mit ihnen zu tun hat, was unter ihrer Macht steht, darüber geben sie eine Vollmacht aus und er wird in ihrem Namen darüber handeln können. Er kann das verkaufen in ihrem Namen, er kann etwas dazu kaufen in ihrem Namen, weil er hat ihre Vollmacht und er kann in ihrem Namen agieren. Das wäre eine volle Vollmacht. Ja, die ganze Macht wird ihm übergeben. Und dann gibt es eine Teilvollmacht, dass man sagt, nein, über meinen Besitz und so darf er nicht. Er darf nur, ich schreibe hier eine Vollmacht, er darf nur für mich dieses und dieses amtliche Papier darf er abholen. Ja? Und wir sehen schon, bevor wir jemanden eine Vollvollmacht über unser Leben ausgeben würden, würden wir, glaube ich, alle nochmal drüber schlafen. Bevor wir jemand sagen würden, ja, der darf in meinem Namen, darf er Eheschließung für mich schließen, der darf in meinem Namen meinen Besitz verkaufen, der darf in meinem Namen etwas anmieten, der darf in meinem Namen wie sagt man, ein Stellenangebot ausschreiben, der darf in meinem Namen alles machen. Wie viele Menschen auf dieser Erde würdet ihr so eine Vollmacht ausschreiben? Ich glaube ich, fast nur, und selbst das in unserer Zeit schon eher selten, ich glaube fast nur den Eltern. Ja, oder jemanden, der amtlich geprüft werden kann, dass er wird euch nicht betrügen. Ja, wie ein Notar oder sowas, der Geld verdienen will, weil er euch nicht betrügt. Ja, aber wie viele Menschen macht man das schon? Und Allah, Ismullah al-Wakil, dass wir Allah so sehr vertrauen, wenn wir Allah wirklich im wahren Sinne als Wakil empfinden, dann werden wir gleich dazu kommen, dann müssen wir auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Und das ist nicht nur ein reines Lippenbekenntnis oder ein reiner Slogan, dass wir vertrauen auf Allah, wir vertrauen auf Allah, aber weder sieht man das in unserem Alltag, noch sieht man das in unserem Handeln und noch sieht man das an irgendeiner Ruhe, die wir ausstrahlen würden. Man sieht es eigentlich in nichts, was wir so tun. Ja, und das ist kein Gleichnis für Allah, das mit dem Anwalt eben. Es geht nur darum, das Wort ein wenig besser zu verstehen und unser Vertrauen vielleicht zu vergleichen. Und für Allah sind Allah ist jenseits aller Gleichnisse.
Somit gibt es also Bedingungen, die wir erfüllen müssen, wenn wir im wahren Sinne Allah vertrauen wollen. Wenn wir Allah im wahren Sinne anbeten wollen durch seinen Namen, Allahs Name Al-Wakil. Erstens, nochmal, ich habe gesagt, das werden wir immer wieder heute sagen, dass du alles tust, wozu du in der Lage bist. Man muss alles tun, was man kann. Man muss laufen, man muss sich bemühen, man muss schwitzen, man muss Auskundschaften, man muss Informationen einholen, man muss alles tun, wozu man selber in der Lage ist. Sonst, hier heißt das ganz rigoros, sonst wird Allah dein Vertrauen nicht akzeptieren. Du hast Allah nicht vertraut, wenn du nicht erst tust, wozu du in der Lage bist. Das ist kein echtes Vertrauen auf Allah. Die zweite Bedingung ist, das heißt, Bedingung ist einerseits eine Bedingung und andererseits auch ein Zeichen davon, dass du Allah vertraust, dass du dich selbst immer wieder erinnerst und du dich selbst immer wieder dazu zurückholst, dass ich habe Allah vertraut. Dass du dich selber immer wieder dazu erinnerst, dazu aufrufst, immer wieder selber, dass ich habe diese Angelegenheit Allah anvertraut. Ich vertraue alle meine Angelegenheiten, mein ganzes Leben Allah an. Und diese drei Bedingungen nochmal zusammengefasst, wenn du jemanden vertrauen, wenn du Allah als Wakil nehmen willst und Allah anbeten willst durch seinen Namen Al-Wakil, dann die erste Bedingung ist, das volle Vertrauen, dass er dich nicht verschwenden wird. Also wie nimmst du denn jemanden Wakil? Die gleichen Bedingungen würden auch im Leben gelten, wenn du jemanden als Bevollmächtigten nehmen willst. Wann nimmst du jemanden zum Bevollmächtigten? Erstens, du musst das volle Vertrauen haben, dass er dich nicht enttäuschen wird. Würdet ihr sonst jemand die Vollmacht über dass er euch verheiraten kann zum Beispiel? Irgend so einem auf der Straße, hier, ich gebe dir die Vollmacht, du kannst in meinem Namen mich verheiraten. Der schnappt sich dann irgendeinen von nächsten Dönerladen und sagt, hier, verheirate die. Ihr würdet ihr jemanden Bevollmächtigung geben über etwas, was noch nicht mal euer ganzes Leben umfasst, das ist nur ein Recht. Also jemanden, den ihr bevollmächtigt, der euer Wakil wird, erste Bedingung ist, und die gilt dann umso mehr für Allah, die erste Bedingung ist, dass ihr volles Vertrauen habt, der wird mich nicht enttäuschen. Der wird das nicht missbrauchen. Dieses Vertrauen muss da sein. Das zweite ist, und das muss auch da sein, das ist genauso wichtig, dass dieserjenige, dem ihr alles anvertraut, sei es jetzt in Menschen und für Allah sind die höchsten, die schönsten Namen, für Allah ist das dann unvergleichbar, dass er ein kundiger Mensch ist. Das heißt, er weiß, was er tut. Ihr vertraut jemanden an, zum Beispiel, und ihr denkt, der wird mich nicht enttäuschen, der liebt mich, der mag mich, der wird mich nicht enttäuschen, wie der Vater oder wie jemand anders. Aber er muss auch in der Lage sein, weil, damit ihr ihm vertrauen könnt, zu wissen, was er tut. Zum Beispiel, jemand kann nicht lesen und schreiben und du bevollmächtigst ihn dazu, für dich, wie sagt man, Handelsgeschäfte auszuführen. Dann wie soll er das, wie kann er das machen? Er muss ja die Macht und die Kenntnis und das Expertenwissen haben, um das zu tun, was ihr ihm übergeben habt. Wenn er selber nicht weiß, wie wir immer sagen, der Ertrinkende kann den Ertrinkenden nicht retten. Wenn er auch gerade am Ertrinken ist, wie soll er euch dann retten? Wenn er auch gerade am Ertrinken ist, wie soll er euch dann retten? Das heißt, zweite Bedingung, damit ihr jemandem vertrauen könnt, er muss wissen, was er tut. Er muss ein Profi sein. Er muss die Macht haben, das zu tun, was er tun möchte. Die dritte Bedingung, das ist auch sehr wichtig, ihr vertraut ihm zwar und er kann auch alles und er weiß, was er tut, aber das muss jemand sein, der sich um euch kümmert, dem ihr auch wichtig seid. Wenn ihr ihm egal seid, diesemjenigen, dem interessiert das nicht, ob es euch gut geht oder schlecht geht, ob ihr lebt oder sterbt, dem ist das total egal, dann wie könnt ihr ihm die Macht über euer Leben anvertrauen? Und wir sehen all diese Dinge, Allah erfüllt sie aufs höchste Ausmaß. Wir wissen von Allah, dass wir ihm vertrauen können, dass er uns nie enttäuschen wird. Gleich lesen wir ein paar Ayat, die das bestätigen werden. Wir wissen von Allah, dass er die Allmacht, die Allkenntnis, die Allwissenheit und die Weisheit besitzt. Wenn er nicht über uns richten kann, wenn er nicht alles für uns gut machen kann, dann gibt es keinen, der für uns alles gut machen kann. Und wir wissen von Allah, dass er uns barmherziger gegenüber uns ist als 70 Mütter. Wenn wir von unserer Mutter schon denken, dass nein, die würde nie für mich etwas machen, was für mich schlecht ist. Wenn wir das von unserer Mutter schon denken, dann für Allah gibt es keine Gleichnisse oder wir für Allah sind Mathalul A'la, für Allah sind die höchsten Gleichnisse.
Dann wie ist Allah Barmherzigkeit, wissender, sorgt sich mehr um uns, freut sich mehr über die Tauba von einem von uns, als wie wenn jemand seinen Lebensbestand in einer Wüste wiederfinden würde. Ja, also diese drei Bedingungen sehen wir alle aufs Vollkommenste in Allah erfüllt. Allah SWT sagt im Koran, Surat al-Muzammil, Vers 9, Fattachiduhu wakila, Allah ruft uns mehrmals im Koran immer wieder dazu auf, dann nehmt doch Allah zu demjenigen, dem ihr alles anvertraut. Fattachiduhu wakila, nehmt ihn doch zum Sachwalter, nehmt ihn doch zum Vertrauenswürdigen. Allah ist ja so, dass er euch das geben kann, was ihr sucht, nämlich volles Vertrauen, volle Kundigkeit und volle Zuversicht, dass dieser kümmert sich auch um euch, dem ihr alles anvertraut habt. Aber nochmal mit der Bedingung, dass auch ihr alles tut, was in eurer Macht steht. Und eine sehr schöne Sache, die im Koran immer wieder vorkommt, jetzt haben wir nicht Zeit, natürlich alle Ayat zu sammeln, die mit dem Vertrauen auf Allah zu tun haben, aber in den meisten Ayat, wo das Vertrauen auf Allah erwähnt wird, wird auch die Allmacht und die Mächtigkeit von Allah wird dort vorher oder nachher auch erwähnt. Ja, wir hatten ja eben gesagt, dass derjenige, dem ihr alles anvertraut, der muss auch dazu in der Lage sein, euch zu helfen. Ist ja schön und gut, ihr vertraut jemanden und der kümmert sich auch um euch, aber der hat selber keine Macht. Dann was soll er für euch tun? Warum vertraut ihr ihm an? Ihr könnt auch selber alles dann machen. Aber Allah, wenn er dazu aufruft, vertraut ihm, übergebt ihm alle Angelegenheiten, dann spricht er davor oder danach darüber, wie seine Allmacht und seine Allwissenheit und wie seine Barmherzigkeit und vor allem Macht, Qudra, seine Allmacht, ihn dazu alleine stehen lassen, alleine, einzig machen, dass er allein in der Lage ist, dass wir ihm vertrauen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala ist zum Beispiel Al-Khabir und Al-Qadir, allmächtig und kundig. Allah alleine hat diese Eigenschaft. Subhanallah. Allah beruhigt uns also, das vertraut ruhig auf Allah. Allah hat die Macht, euch alles zu geben. Allah ist der einzige und alleinige Herrscher über die gesamte Herrschaft. Er ist der Gewaltige, der alles überschaut und übersieht. Wenn ihr ihm nicht vertraut, dann werdet ihr danach keinen anderen Stütze mehr finden. Eine andere Ayah heißt es in Surat Hud, Vers 1, 123. Lillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayh. Und für Allah ist das Verborgene der Himmel und der Erde. Und zu ihm kehren alle Angelegenheiten zurück. So dient ihm allein und vertraut ihm allein. Dient ihm und vertraut ihm. Ibadah und Tawakkul nacheinander aneinander. Und warum? In der Ayah heißt es, warum sollten wir das tun? Oder was ist die Folge davon? Ibadah und Tawakkul ist die Folge von was? Dass Allah doch allein der ist, der über das Verborgene der Himmel und der Erde herrscht. Subhanallah. Also Allah sagt dir das, beruhige dich, ihr seid schwach, ihr habt viele Probleme, aber dem ihr alles bevollmächtigt habt, der verfügt über das Verborgene der Himmel und der Erde. Ja, das ist zum Beispiel, wenn jemand richtig in Problemen steckt, so richtig, richtig in Problemen steckt und dann irgendwo Hilfe braucht. Zum Beispiel Krankheit, ja, oder ein anderes Problem. Und jemand sagt ihm, guck mal, das ist der beste Arzt, der hat schon wirklich der ganzen Stadt geholfen, geh doch zu ihm. Und der ist auch nett, der wird dein Problem ernst nehmen und der wird alles tun, um dir zu helfen. Ja, dann ist das doch etwas, was uns freut. Das Alhamdulillah, Allah hat uns jemanden geschickt, der uns helfen kann. Wie ist es dann über diese Mittel hin, wenn wir über diese Mittel mal uns erheben, weil das sind alles Mittel, diese Mittel hat Allah uns geschickt, wenn wir uns über diese Mittel mal erheben und sehen, dass Allah doch der ist, der für jedes Problem, wenn Allah sagt, er verfügt über das Verborgene der Himmel und der Erde, was heißt das dann? Dass es kein Problem gibt, dessen Lösung nicht in Allahs Händen wäre. Es gibt kein Problem, es gibt keine Krankheit, dessen Heilung nicht in der Hand Allahs wäre. Es gibt keine Armut, dessen Schätze, um diese Armut weniger zu machen, diese Armut auszulöschen, dessen Schätze nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala wären. Er verfügt doch über alles. Warum dient ihr dann anderem außer ihm? Fa'abudhu, dient ihm allein und dient nicht nur, übergebt ihm auch alle Angelegenheiten. Vertraut auf ihn. Fürchtet euch nicht, seid beruhigt, Allah wird euch nicht verschwenden. Allah verfügt über die Schätze der Himmel und der Erde. Und man hat ja auch manchmal Angst, ja gut, ich vertraue jetzt jemandem alles an, aber was, wenn er selber vielleicht auf einmal Geld braucht? Ja, du vertraust jemandem die Vollmacht über deine Besitztümer an,
Aber man hat immer Angst, wenn er selber vielleicht bankrott geht, dann nimmt er vielleicht von deinem Besitz etwas. Aber Allah sagt uns, dass Allah braucht euch nicht. Allah braucht eure Dinge nicht, die ihr ihm anvertraut, sondern Allah hilft euch und macht alles gut für euch, einfach nur, weil er Allah ist. Nicht, weil er es braucht. Ja, und umso mehr vertrauen wir dann Allah und seiner Größe. In einer anderen Aya heißt es, Rabbul Mashriqi wal Maghribi, la ilaha illahu, fattakhidhu wakila. Allah wird beschrieben, dass er ist der Herr des Ostens und des Westens. Können wir mehr Probleme haben, als von Osten bis Westen reichen? So viele Probleme kann kein Mensch haben. Dass sie mehr Raum erfüllen, wie vom Osten bis Westen geht, die gesamte Erdkugel. So viel voll von Problemen. Allah ist Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keine Gottheit außer ihm. So nehmt ihn doch zum Vertrauenswürdigen, zum Sachwalter. Übergebt ihm doch alle eure Angelegenheiten. Vertraut ihm an. Aber nochmal, Bedingung, dass wir erst tun, was in unserer Macht steht. So jedes Problem, Allah hat die Lösung. Jede Krankheit, Allah hat die Heilung. Jede Erschwernis, Allah hat die Erleichterung. Subhanallah. Und wir sehen, wie unsere Unruhe und unser Erbebtsein im Herzen ersetzt wird durch Ruhe und Zuversicht, die Allah uns gibt. Ja, und wir brauchen alle wirklich die Umsetzung dieses Wortes von Allah, diese Eigenschaft von Allah in unserem täglichen Leben. Wie sieht das jetzt in der Tat aus? Also zum Beispiel ein Vater entdeckt, Allah möge uns alle bewahren und unsere Kinder bewahren und beschützen und uns Afia und Wohlergehen gehen. Aber ein Vater entdeckt auf einmal, dass sein Kind schwer krank ist. Wie wird er das jetzt umsetzen? Er will auf Allah vertrauen, aber er soll auch alles tun, was ihm in der Lage ist. Das heißt, er geht und versucht, die beste Heilung zu finden, was er als beste Heilung empfindet. Besten Arzt, sei es in der Schulmedizin oder Alternativmedizin, je nachdem, was für einen Standpunkt er hat. Er versucht das Beste. Er versucht, alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, auszuschöpfen, um Heilung für sein Kind zu bringen. Wohl wissend, dass Heilung aber nur kommt, wenn Allah es erlaubt. Wohl wissend, dass Heilung nur kommt, wenn Allah es erlauben wird. Und somit vertraut er die Angelegenheit Allah an. Er tut alles, du siehst ihn laufen auf der Erde von einem Termin zum nächsten, von einem Krankenhaus zum nächsten, von einem Arzt zum nächsten, je nachdem, was für eine Heilungsmethode er wählt. Und du siehst ihn hin und her laufen und denkst dir, Subhanallah, warum sitzt er nicht zu Hause und vertraut auf Allah? Nein, er vertraut Allah, indem er das Beste versucht und in seinem Herzen weiß, Allah kann nur Heil geben. Und diese Angelegenheit Allah überlässt. Was nicht passieren darf, und das ist wieder diese Grenzüberschreitung, was nicht passieren darf, dass wir diesem Arzt oder dem wir die Heilung zusprechen, dass der kann dir jetzt helfen, das ist der beste Arzt, der hat allen schon geholfen, dass wir in diesem Irrglauben erliegen, dass die Heilung in der Hand dieses Arztes wäre. Das ist diese Grenze, die wir dann nicht überschreiten dürfen. Dass wir sagen, nee, der hat schon 50 Kindern geholfen, der wird hundertprozentig auch meinem Kind helfen. Das dürfen wir nicht sagen, weil er ist ein Mittel von Allah und Allah gibt die Heilung. Er ist ein Mittel von Allah und Allah kann ihn zu einem sehr gesegneten Mittel sein lassen, einem sehr kundigen Mittel, einem sehr effizienten Mittel sein lassen. Allah kann das machen, aber letztlich ist Allah, der über Heilung entscheidet. Ja, es darf nicht passieren, dass wir den Mitteln mehr vertrauen als dem, der die Mittel uns gegeben hat. Ja, manchmal denkt man ja auch, Subhanallah, Tawakkul ist vielleicht in so großen Sachen, ne? Dass man so, was weiß ich, in Kriegssituationen oder wenn eine Hungersnot ausbricht oder große Sachen. Der Prophet hat Hijra gemacht, Auswanderung, große Angelegenheiten. Allah sagt im Koran, dass dieses Ayam ist so süß. Ja, diese Ayah gibt uns eine solche Süße in die Herzen. Allah sagt im Koran, wa tawakkal ala al-azizir rahim und vertrau doch auf den, der allmächtig und allbarmherzig ist, der dich gesehen hat, als du im Gebet standest, und auch dein Hin- und Herwenden unter denen, die sich vor Allah niederwerfen. Damit ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint, dass Allah hat dich doch schon gesehen, als du Sajda gemacht hast, unter den vielen Leuten, die auch Sajda gemacht haben. Allah hat auch dein im Gebet stehen gesehen. Vertrau doch auf den, der deine kleinsten Bewegungen beobachtet. Vertrau doch dem, der dich in allen Zuständen schon kannte und dich in allen Zuständen doch schon gesehen hat. Und der weiß, was dein Anliegen ist. Bevor du es vor Allah aussprichst, weiß er, wo dein Problem ist. Vertrau doch dem, der mehr als du selber weißt,
was für dich richtig und was für dich gut ist. Fatawakkal alal aziz, vertrau doch auf dem, der nicht nur weiß, sondern auch die Macht hat, dir zu helfen. Ja, manchmal jemand, viele Leute wissen über unsere Probleme. Das, oh, die Schwester, die Arme, die ist, was weiß ich, alleinerziehende Mutter, oh, die Arme, oder die hat ein krankes Kind, oh, die Arme, oder oh, die Arme, die hat voll viele Probleme mit ihren Eltern. Viele Leute wissen, aber sie haben keine Macht, uns zu helfen. Oder die, die Macht hätten, uns zu helfen, die haben kein Wissen darüber, wie es uns geht. Und wir wollen nicht jedem erzählen. Allah weiß nicht nur, Allah hat nicht nur die Macht zu helfen, sondern Allah kümmert sich auch um uns. Allah hat dich gesehen, als du vor Allah standest und ihn angebetet hast. Allah hat gesehen, als du im Gebet standest. Allah hat dein sich ihm zuwenden beobachtet. Und Allah kümmert sich darum. Wenn wir auf ihn nicht vertrauen wollen, dann wen suchen wir, auf den wir vertrauen können? Wenn wir Allah nicht alle Angelegenheiten übergeben wollen, dann wen suchen wir nach Allah, dem wir in diesem Maße vertrauen können? Fatawakkal, watawakkal ala al-Aziz al-Rahim. Das war in Surat al-Shu'ara ab Vers 217. Ja, Allah sagt also quasi, warum gehst du zu jemandem anderes außer als mir? Und ich bin doch anwesend. Ich sehe dich in all deinen Zuständen. Allahu Akbar. Und das heißt nochmal, nicht, dass wir stillstehen und passiv sind und gleichgültig, sondern dass wir uns bewegen und bemühen und das alles tun, was uns möglich ist, und aber dann auch dann und währenddessen die Angelegenheit Allah überlassen. Und Allah wird unsere Angelegenheit dann entscheiden. Dann heißt es im Koran, in Surat al-Furqan, Vers 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, und vertrau auf dem, der ewig lebendig ist, der nicht sterben wird. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Letztens eine Schwester hier in England, eine Bekannte, eine Verwandte von meiner Schwester ist das. Ihre Mutter ist verstorben. Und die hatte zu ihrer Mutter wirklich eine sehr, sehr feste Beziehung. Ihr kennt die vielleicht, manche von uns haben auch so eine Beziehung zur Mutter oder zum Vater oder zu einem anderen Verwandten. Das war so für sie, die hat wirklich so den Tagesablauf gar nicht verarbeiten können. So eine enge Beziehung zu ihrer Mutter, ohne einmal mit der Mutter zu telefonieren. Mama, ich habe heute das und das und das gemacht. Die ist schon verheiratet selber, hat Kinder, aber trotzdem so eine feste Beziehung zur Mutter gehabt, dass kein Problem, keine Neuigkeit, ohne dass erstmal die Mutter angerufen wird. So eine Stütze für sie im Leben war diese Mutter. Hat keine Träne, die sie nicht sofort der Mutter erzählt hat, keine Erschwernis, die sie nicht der Mutter anvertraut hat, kein Problem, das sie nicht mit der Mutter geteilt hat und danach sich auch gut gefühlt hat. Dass meine Mutter hat mir zugehört, jetzt geht es mir besser. Aber, und das ist gut, Allah möge uns allen solche Beziehungen schenken, mit unseren Müttern, mit unseren Eltern, mit unseren Ehegatten, mit unseren Kindern sogar. Allah möge uns solche Beziehungen schenken. Was wir aber nicht vergessen dürfen, wem auch immer wir da vertrauen. Und das ist gut, man soll auch Vertrauen in der Familie haben. Aber alles ist vergänglich. Allah verspricht uns einzig und allein, vertrau auf dem, der ewig lebendig ist und der nicht sterben wird. Vertrau doch auf den. Das heißt nicht, dass wir in der Familie Misstrauen haben sollen. Das ist nicht damit gemeint. Aber das Eigentliche, das Ultimative, das außer, im größten Ausmaß an Vertrauen, was im menschlichen Herzen möglich ist, das verdient Allah, der ewig Lebendige, der nicht sterben wird. Er alleine verdient dieses Vertrauen. Und Allah fragt so, das ist wie ein bisschen eine rhetorische Frage, wieso vertraut ihr nicht Allah? Er ist doch ewig lebend und er wird nicht sterben. Also das ist eine solche Stütze, die niemals in sich zusammenfallen wird. Und alle anderen Stützen werden zusammenfallen. Alle anderen Stützen werden zusammenfallen. Wie das manchmal auch für Schwestern, die, ich will jetzt kein gruseliges Bild malen, aber ein bisschen vielleicht Realismus ist gar nicht mal so schlimm. Manche Schwestern, die auch sehr jung sind und vielleicht auch zu Filme geguckt haben, kann auch natürlich sein, Allahu alam, dass wenn sie ganz neu und frisch heiraten, dass sie auch denken, nee, das ist mein Mann und von dem werde ich nie was Schlechtes erfahren und der ist ja auch noch gläubig. Ja, das ist ja dann noch mal perfekter und noch mal toller. Und irgendwann durch ein, zwei, drei, vier, fünf Gelegenheiten erfährt man nach und nach, oh, das ist ja auch nur ein Mensch. Und der Islam macht einen nicht zu einem Engel. Genauso wie wir nicht zu Engel geworden sind. Genauso wie man von uns nicht Vollkommenheit und Perfektion erwarten kann. Und dann sind wir unglaublich enttäuscht. Warum? Weil wir unser Vertrauen ja erstmal geschenkt hatten. Und wenn man unser Vertrauen missbraucht, so ist der Mensch, wenn man unser Vertrauen missbraucht, obwohl wir selber eigentlich den Fehler gemacht haben, indem wir so hohe Erwartungen hatten. Ja, keiner hat ja gesagt, hallo, ich bin perfekt, schenkt mir dein ganzes Vertrauen. Das haben wir selber eigentlich gemacht. Aber dann sind wir unglaublich enttäuscht und dann entsteht diese Bitterkeit. Dass auch der und ja, ich habe voll den Fehler gemacht und der ist gar nicht so toll. Es gibt bestimmt andere tolle Menschen, obwohl Allah doch sagt,
Das Vollkommenheit ist nur für Allah. Al-Kamal ist für Allah. Gibt es irgendetwas Vollkommenes auf dieser Erde? Kann Schöpfung vollkommen sein? Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist ein Widerspruch in sich. Die Vollkommenheit und Perfektion ist nur für Allah. Und ich verstehe immer wieder nicht, wie wir, und ich verstehe, also das hat vielleicht auch mit Kultur was zu tun, vielleicht die europäische Kultur ist ein wenig einfach härter oder ein wenig, wir ziehen unsere Erfahrungen eher aus Informationen als wirklich durchs praktische Leben. Kann vielleicht auch sein, Allah an, das ist jetzt eine ganz schnelle Analyse, aber ich verstehe nicht, Allah möge uns allen helfen, diesen Anspruch, den wir alle immer an unseren Umständen und an unseren Mitmenschen haben. Dass wir immer wieder überrascht tun, warum jemand nicht perfekt ist. Oh, ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Ja, weil er ein Mensch ist. Und Menschen sind nicht perfekt. Genauso wie wir nicht perfekt sind. Ja, das heißt nicht, dass man alles immer gutheißen muss. Der ist ja ein Mensch, komm, lass ihn Leute umbringen. Das heißt es nicht. Es gibt Grenzen, es gibt kriminelle Taten, es gibt Unrecht. Und Unrecht darf nicht gut geheißen werden. Unrecht muss als Unrecht deklariert werden. Aber nichtsdestotrotz, die Vollkommenheit ist nur für Allah. Und Allah ruft uns dazu, vertraut dem, der vollkommen ist. Vertraut doch dem, der ewig lebend ist. Warum vertraut ihr, verschwendet ihr euer Vertrauen und verschwendet eure Ansprüche an denen, die euch nur 100% enttäuschen werden? Nochmal, das heißt nicht, dass man innerhalb der Familie oder innerhalb von Freundschaften Misstrauen haben soll. Aber Vertrauen so, wie es Menschen gebührt zu vertrauen. Wissend, dass Vollkommenheit nur für Allah ist. Ja, und Shaitan kommt dann natürlich und sagt, ja, ich weiß, Menschen sind nicht vollkommen, ich habe auch meine Fehler, aber das und das würde ich nie tun. Ja, das sagen wir dann immer. Ich weiß das. Shaitan kommt dann und sagt dann, ja, ich sag ja nicht, dass wir vollkommen sind, aber das, was die und die mir angetan hat, das würde ich nie tun. Ja, aber die wiederum sagt, das, was du schon alles gebracht hast, das würde die nie tun. Ja, also das heißt, jeder hat ein anderes Kriterium für Schrecklichkeit einer Tat. Jeder hat eine andere Schmerzgrenze auch, weil er anders aufgewachsen ist, weil er ein anderer Mensch ist. Weil er vielleicht auch einfach, ja, in ein paar Eigenschaften vielleicht schlechter ist als wir. Das heißt aber nicht, dass wir in vielen anderen Eigenschaften viel, viel schlechter sind als viele Menschen, die uns weit vorausgekommen sind. Und in Dingen, die den, in Angelegenheiten des Glaubens, soll man wohin gucken? Nach oben oder nach unten? In Angelegenheiten des Glaubens sollen wir nach oben schauen, wer besser ist als wir. Und nicht immer auf die Fehler der anderen herumpicken. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Dann heißt es im Koran genauso: ذلكم الله ربكم. Dies, o ihr, ist Allah, euer Herr. La ilaha illahu. Es gibt keine Gottheit außer ihm. خالق كل شيء. خالق كل شيء. Er ist der Erschöpfer von allen Dingen. Er ist der, der alles erschaffen hat. فعبدوه. So dient ihm allein. وهو على كل شيء وكيل. Und er ist der über alle Dinge Sachwalter. Das heißt eigentlich, ob wir wollen oder nicht, er sachwaltet, er hat die Bevollmächtigung, alles zu tun, was ihm beliebt. Ob wir das jetzt freiwillig zu ihm machen oder nicht, zu ihm kehren eh alle Dinge zurück. Zu ihm kehren ja eh alle Dinge zurück. Wie wenn wir sterben, ja, und jemand hat keine nahen Verwandten, dann wer übernimmt die Verwaltung seines Besitzes? Ein Notar oder ein Anwalt. Ja, genauso letztendlich, wenn diese Anwälte auch alle aussterben, dann zu wem kehrt alles zurück? Allah ist der Erbe der Himmel und der Erde. Walillahi mirathus samawati wal ard. Für Allah ist das alleinige Erbe von allem, was da erschaffen ist. Ja. Die bisschen detailliertere Bedeutung von dem Namen Allahs Al-Wakil ist: Al-Wakil huwa alladhi yatawalla bi ihsanihi shu'un ibadihi. Al-Wakil ist derjenige, der yatawalla bedeutet übernehmen, verwalten, die Macht über etwas übernehmen. Ja? Yatawalla, der die Macht übernimmt, also verwaltet. Al-Wakil ist derjenige, der verwaltet die Angelegenheiten seiner Diener. Aber warum? Das ist der wichtige Punkt. Bi ihsanihi, wegen seiner Gunst. Nicht, weil er muss. Nicht, weil wir sagen, hier, ich bezahle dich, du musst jetzt für mich arbeiten. Oder hier, du musst das jetzt machen, weil, ne, das ist jetzt deine Aufgabe. Oder weil er dadurch Geld verdienen muss, oder weil er dadurch einen guten Namen haben will, oder weil er dadurch reicher und mächtiger wird. Nein, Allah macht dies einzig und allein aus seiner Gunst heraus, damit es uns gut geht. Weil er weiß, wenn ich euch die einen den anderen überlasse, dann wird es euch nur Vernichtung bringen. Deswegen übernimmt er es aus seiner Gunst heraus.
Und was tut er dann? Was bedeutet Al-Wakil? Er übernimmt, er verwaltet die Angelegenheiten seiner Diener aus seiner Gunst heraus. Fala yudhi'uhum, so verschwendet und enttäuscht er sie nicht. Der Wakil ist der, der niemals verschwenden oder enttäuschen wird. Wenn du es einmal machst, wird er dich nicht enttäuschen. Fala yudhi'uhum, wala yatrukuhum, und er verlässt sie nicht. Das steckt alles in der Bedeutung von Al-Wakil. Er macht das, er macht es gut. Und er enttäuscht nicht und er verlässt nicht. Und was tut er noch nicht? Das sind dann die letzte der Bedeutung. Und er übergibt sie nicht anderen als ihn. Er sagt nicht, nee, mir ist das zu viel. Oder nee, du warst nicht genauso, wie ich es von dir wollte. Du hast ein Fardgebet nicht richtig gebetet. So, deine Angelegenheit wird jemand anderes übergeben. So wie wir miteinander umgehen. Ja, du warst 5 Jahre nett zu mir. Ein Jahr warst du ein bisschen schlecht gelaunt. Hopp, weg mit dir. Ich bin nicht mehr deine Freundin. So sind wir zueinander. Deswegen projizieren wir manchmal diese Schlechtheiten auch auf unseren Herrn. Allah informiert uns hier, nein, wenn er euer Wakil ist, dann macht er das aus seiner Gunst heraus. Er enttäuscht und er wird euch nicht verschwenden. Und er verlässt euch nicht. Und er wird niemals eure Angelegenheiten jemand anderen außer ihm übergeben. Das ist Allah al-Wakil. Fatawakkal alayh wa'abudhu wa tawakkal alayh. Subhanallah. Deswegen heißt es im Koran, in Surah At-Talaq, Vers 3, und wer dann also auf Allah vertraut hat, so ist Allah ihm genüge. Allah genügt ihm. Wer braucht nichts anderes mehr. Weil Allah all diese Eigenschaften erfüllt. Er enttäuscht nicht, er verlässt nicht, er übergibt dich nicht anderen. Oder deine Angelegenheiten nicht anderen. Und das alles macht er nur aus seiner Gunst heraus. Aus seinem Ihsan ist Gunst, dass jemand für dich das Beste will. Das ist Ihsan. Nur weil er für euch das Beste will. Und er verlässt euch nicht. Und wer das dann also schafft, auf Allah wirklich zu vertrauen, Allah wird ihm Genüge sein. Fahuwa hasbuh. Denn es ist unmöglich, dass Allah euch verschwenden wird, dass Allah euch enttäuscht. So ist Allah also dir Genüge. Wahuwa kafika, er ist dir, er reicht dir. Du brauchst nichts anderes mehr. Es reicht, dass Allah Wakil ist. Und er genügt dir gegen alle Übel. Ja, und das soll bitte nicht nur ein Zungen- und Lippenbekenntnis sein, sondern das muss wirklich durch und durch gelebt werden und gefühlt werden. Und dann werden wir auch diese Ruhe des Herzens spüren, die Allah verspricht, dass wenn Allah gewiss durch das Gedenken Allahs werden die Herzen ruhig. Und wir alle wissen, unsere Herzen werden nicht, leider nicht immer ruhig, auch wenn wir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sagen. Warum? Weil wir über die Bedeutung, dass wer Allah ist, nicht wirklich nachgedacht haben. Die ist nicht wirklich in unser Herz eingedrungen. Deswegen sollen wir auch sagen, in Surah Tauba, Vers 129 heißt es: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Und wenn sie sich alle abwenden, das ist zu den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn alle von dir Feind sind und alle sich von dir abwenden und du Feinde hast, viele, was sollst du dann sagen? Was sollst du dann sagen? Sollst du sagen, boah, das hätte ich von euch nie erwartet, ich habe für euch so viel getan und ihr seid so gemein zu mir und ja, so würden wir anfangen. Wie könnt ihr mich so behandeln? Und dann würden wir alles aufzählen, was wir für die gemacht haben. Nein. Wenn sie sich von dir abwenden, was sollst du dann tun? Faqul, dann sprich. Hasbi Allah, mir genügt Allah. Mein Genüge ist Allah. Es gibt keine Gottheit außer ihm. Auf ihn vertraue ich. Und er ist doch Herr des gewaltigen Thrones. Er ist doch Herr des gewaltigen Thrones. Nochmal, wir haben ja gesagt, wenn Allah über sein Vertrauen spricht, dann spricht er auch darüber, dass er die Macht hat. All Gewalt hat, dass man ihm vertrauen kann. Dass es keine andere Gottheit gibt außer ihm. Das heißt, wenn wir die Feindschaft der Menschen spüren, dann sollen wir sagen, Hasbi Allah, uns genügt Allah. Die Menschen sind gegen uns, okay, aber das ist nur Schöpfung. Aber der Schöpfer ist nicht gegen uns. Mir genügt, dass mein Schöpfer mit mir ist. Hasbi Allah, la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Auf ihn vertraue ich. Und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Und wir wissen alle, dass dies ist, gehört zu den Gedenken Allahs am Morgen und am Abend. Ich gebe euch den Link, inshallah, auch in Facebook oder auch über unsere E-Mail-Verteiler. Wer das nicht hat, aber jeder von uns hat, glaube ich, Hizbul Muslim. Bei den Gedenken des Morgens und des Abends heißt es, wer diese Gedenken, diese Dua, dieser Ausspruch 7 Mal am Morgen und 7 Mal am Abend sagt, Allah wird ihn an diesem Tag für alle Dinge Genüge sein. Was wollen wir mehr so? Ja, das machen wir uns inshallah zur Regel, dass wir dieses Gedenken an Allah mit Überzeugung, mit Empfinden auf jeden Tag wiederholen werden. So also habe keine Furcht, wenn